Ich bin der Marco. Wir sind da im schönen Münchendorf in Niederösterreich bei unserer Tulpenproduktion, welche wir jetzt schon seit über 8 Jahren betreiben. Und heute zeigen wir euch, wie man aus einer Tulpenzwiebel eine wunderschöne Tulpe macht. Und dafür gehen wir jetzt in die Babystation. Wir sind jetzt in der Babystation. Müssen wir ganz leise sein. Hier werden die Tulpen gepflanzt. Die werden in eine Nagelkiste reingesteckt, wo die Tulpen Halt finden. Das Wichtigste ist jetzt hier, dass die Tulpen schon Kühlphase bekommen haben. Das heißt, Tulpen machen erst die Länge, wenn sie gefroren waren. Das ist ganz wichtig, wenn ihr selber Tulpen habt bei euch im Garten. Es muss gefrieren, sonst bilden die Tulpen die Länge nicht aus. Unsere Tulpen haben diese Kühlphase schon bekommen. So können wir sie jetzt direkt hier reinstecken in die Pflanzkisten und die kommen dann gemeinsam mit Wasser ins Bewurzelungskühlhaus. Und da gehen wir jetzt hin. Nach der Pflanzung kommen die Tulpenzwiebeln ins Kühlhaus, wo sie bei plus 4 Grad für 3 Wochen lang ruhen. Obwohl, ruhen tun sie nicht ganz. Sie bilden Wurzeln aus. Und nach 3 Wochen, nach einer gewissen Zeit, wenn sie eine entsprechende Länge haben, so wie hier, und in dem Stadium dürfen sie vom Kühlhaus raus ins Gewächshaus, ins Warme, wo sie sich auch auf den Frühling freuen. Und das zeige ich euch jetzt. Jetzt sind wir im Gewächshaus. Ist das nicht toll? Hier sieht man schon die kleinen Tulpen aus dem Kühlhaus. Die kommen hier ran, sind 2, 3 Tage alt, werden hier gegossen, bekommen Wasser und wandern dann weiter, sodass sie nach 3 Wochen fertige Tulpen werden. Alles bewegt sich. Das ist eigentlich ein Tulpenballett. Und jetzt zeige ich euch, wie sie fertig aussehen. Nach insgesamt 6 Wochen sind wir bei der Ernte. Wir dürfen die Früchte unserer Arbeit ernten. Unglaublich, was in 6 Wochen aus einer Zwiebel, aus einer kleinen Zwiebel entstehen kann. Fertige Tulpen. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum ernten wir die Tulpen grün oder fast grün? Naja, das ist einfach erklärt. Die Tulpen müssen ja noch entsprechend lange halten, weil jetzt werden sie geerntet. Die müssen dann weiter verkauft werden. Der Privatkunde kauft es und am Ende soll zumindest eine Woche Haltbarkeit zu Hause möglich sein. Nach der Ernte wandern die Tulpen in die Sortiermaschine, wo wir gleichzeitig 4 verschiedene Sortierungen bündeln können. Anschließend werden sie verpackt und ausgeliefert. Das war's schon. Genau so gehen jetzt unsere Tulpen raus.